Da. Was wollt ihr? Habt ihr je das Zeichen der Salamandra gesehen? Schon sehr viele. Gibt's ein Problem damit? Erzählt mir am besten alles, was ihr wisst. Sagt euch der Name Azar etwas? Ich habe einen Grundsatz. Bevor ich jemandem die Kehle aufschlitze, gebe ich ihm einen Rat. Droht mir nie. Merkt euch das. Ich meine, der Ruf ist alles, oder? Ich muss mit euch über die Salamandra sprechen. Warum habt ihr Verbindung mit Hexer Berengar aufgenommen? Was interessiert euch das? Er war mein Bruder. Schaut genau hin. Sehe ich wie eine Nutte aus? Nein. Warum versucht ihr dann, mir einen reinzudrücken? Was geht euch das Ganze an? Er war ein Freund. Die Salamandra haben vielleicht etwas mit seinem Verschwinden zu tun. Komische Freunde habt ihr. Berengar machte gemeinsame Sache mit den Salamandra. Deshalb haben wir ihn beobachtet. Wie sagt man? Deine Freunde seien dir nahe, deine Feinde noch näher. Er verschwand im Sumpf. Dann heuerte Kalkstein einen meiner Jungs an, um ihn zu suchen. Und der verschwand auch. Das ist alles. Und jetzt haut ab. Eure Leute haben mich im Krankenhaus angegriffen. Geht's noch? Ich hab sie hingeschickt, um einen von uns zurückzuholen. Gut. Ich will das mal glauben. Mir fehlen Beweise. Ich lasse euch erstmal in Ruhe. Danke. Aber ihr versteht sicher, wenn ich euch nicht gleich die Füße küsse. Falls ihr Yavit finden solltet, würde ich gerne davon erfahren. Und wenn ihr welche seiner Handlanger findet, hätte ich auch nichts dagegen, die zu sprechen. Ja, ne? Er ist jetzt nicht unbedingt der sympathischste, aber auf jeden Fall besser als einer von diesen Salamandras. Aber wie es mir scheint, laufen wohl alle ja, Stränge im Sumpf zusammen. Das heißt, komm Geralt, zieh die Taucherflossen an, pack dir den Schnorchel in den Mund und wir gehen jetzt eine Runde schwimmen. So. Auf in den Sumpf. Naja. Ich sollte aber vorher die Bücher suchen, denn dann kann ich ja die Quest mit Kalkstein, die ja auch quasi im Sumpf endet, mit diesem komischen Turm miteinander kombinieren. So, mysteriöser Turm. Ich muss zwei Bücher für Kalkstein finden. So. Antiquar, genau. Gehen wir mal das erste Buch holen. Ja, ich weiß, ich hätte jetzt auch ein bisschen mehr auf die Quest eingehen können. Bliblablub. Wir fassen das Ganze mal zusammen, also, ne, Kalkstein will in diesen mysteriösen Magier-Alchemistenturm im Sumpf hinein und, ja, weil er Angst davor hat, da Derbe auf den Po zu kriegen, ja, will er sich damit ein bisschen beschäftigen, also braucht er ein paar Bücher, von dem eins sogar schon verschollen ist, aber da Geralt ja der Spezialist darin ist, Dinge wieder aufzutreiben, beziehungsweise sich aus anderen Menschen herauszuprügeln, ja, sind wir jetzt mit der glorreichen Aufgabe vertraut worden, diese Bücher zu beschaffen. So, und so viel Text am Stück zu sprechen, das erfordert schon ganz schön Lunge. Und da ist direkt abgeschlossen. Wie toll. Ha, hier sind Bücher. Das verschollene Buch, es liegt hier frei rum. Nein, natürlich nicht. Wäre ja auch zu schön. Da kann ich auch nicht rein. Na, toll. Vielleicht hier? Nein, jetzt bin ich nach einem Pferdestall aus. Es kann natürlich auch ganz einfach an der Uhrzeit liegen. Deswegen sollte ich mal versuchen, ein paar Stündchen rumzukriegen. Und ich suche mir mal eine Feuerstelle. Außerdem kann ich ja auch wieder Talentpunkte vergeben und allerlei lustiges Zeug damit anstellen. Aber ich finde keine Feuerstelle. Was prinzipiell kein Problem ist, denn in der Taverne zum Haarigen Bären gibt es ja dieses wunderbare Bett, wo ich mich auch mit der Kellnerin gleich hin verziehen werde. Und vielleicht halten wir da ein schönes Schläfchen ab. Ja, Schläfchen. Hm, alles klar. So.
Tritra, Trollala, Witcherlein ist wieder da. Wächter mit Fackel. Gibt's auch Wächter ohne Fackel? Das Gasthaus zum paarigen Heeren. Naja. Heerigen Baren? Bärigen Haaren? Ja, irgendwie sowas. Da, Kellnerin. Habt ihr euch entschieden? Nö. Natürlich. Gehen wir nach hinten. War nur ein Scherz. Mein Mann würde mir den Kopf abreißen, wenn ich mit euch ginge. Vielleicht sollten wir es riskieren. Nein, kürzlich hat er mich so sehr verprügelt, dass ich einen Zahn ausgespuckt habe. Aber ich kann dir ja einen wunderbaren Ring schenken. Warte mal, ich hab doch immer noch so einen komischen Ring. Nee, aber ich kann dir ein paar Sachen verkaufen. Gut. Also... die hauen sehr schön aufs Maul, aber ich will doch pennen. Na, toll. Ich muss nur irgendwie die Nacht um die Ohren schlagen. Vielleicht gibt mir der Schankwirt ein Bett. Verdammt, macht was ihr wollt, aber setzt nicht aufs Boxen, das ist manipuliert. Was wollt ihr? Wunderbare Sache, genau, ich will ein Zimmer. 5 Orens. Ja, sehr schön. Genau das, was ich brauche. So, meditieren wir eine Runde und verteilen wir Talente. So, fangen wir mal mit meiner Stärke an. Na gut, Faustkampf ein bisschen boosten, warum nicht? Ja, leider habe ich noch keine Bronze-Talente, deswegen kann ich jetzt hier auch noch nicht wirklich weitermachen. Aber Gewandtheit ist doch mal eine schöne Sache. Was gibt's denn hier Schönes? Ja, ne, angreifen, ausweichen, blenden, Einäscherung, Resistenz ist immer ganz nett. Pfeile ablenken, ne, auch nicht schlecht. Parieren, auch nicht schlecht. Ne, Faustkampf noch ein bisschen geboostet. So, als Intelligenz, ne, ich werde mich ja eh wieder darauf hinweisen. Das habe ich ja alles schon. Okay, Ausdauer. Gibt's hier noch Schönes? Ja, auch nicht so das, was ich gerade suche. Na, Ausdauerregeneration erhöhen, nicht schlecht. Gibt's hier? Nö. So, mein Igni-Zeichen. Kann man das irgendwie ein bisschen boosten? So. Und jetzt Schaden plus 10%. Was gibt's hier noch? Ja, warum nicht? So, haben wir das alles mitgemacht. Und wie sieht's mit Tränken aus? Kann ich da irgendwas machen? Alchemie-mäßig? Nö, kann ich leider nichts herstellen. Aber gut, egal. Wir schlafen jetzt erstmal bis in den frühen Morgen. Ne, Morgenstund hat er bekanntlich Gold im Mund. Oh nein, Mama, noch 5 Minuten. Scheiße. Ein tolles Bett. Auf einen Teppich geschlafen. Ja, dafür habe ich immerhin 5 Ohren bezahlt. Warum nicht? Ist es nicht das Zimmer, in dem vorhin dort Boxfleisch gesessen hat? Mann, Mann, Mann. Oh, guck mal hier, Zwerge. Nee, doch nicht. Sahen von Weitem aus wie spitze Hüte. Egal, ist dieser Joke halt ein Fail geworden. Es kann ja auch nicht immer klappen. Mal wieder regnet es. Wie ungewöhnlich. So. Ah, es ist Boxfleisch sein Haus. Alles klar. Aber ich will ja nicht zum Boxfleisch, ich will ja zum Antiquar. So. Ich hoffe mal, dass der jetzt auch geöffnet hat. Da ich ja langsam mal an mein Buch komme. Boah, ein ziemlich dicker Nebel hier. Sieh ja die Handverhauung nicht. Verdammte Scheiße. Habe ich schon mal erwähnt, dass der Soundtrack von The Witcher richtig gut ist. Auch der vom zweiten Teil. Da freue ich mich doch immer wieder eine, ja, Enhanced und eine Collector's Edition zu haben, jeweils von dem Spiel, denn da ist ein Soundtrack mit dabei und hier ist immer noch abgeschlossen. Ah,
Aber hier ist jetzt auch der Antiquar da. Was wollt ihr? Dein Bart! Ich will nur deinen Bart! Ich suche ein Buch über den Turm im Sumpf. Ein Kapitel in Alvaros, die geheimen Pforten, handelt von magischen Türmen. Und dieser spezielle Turm? Ja, ich glaube, dessen Geschichte kommt auch darin vor. In dem Fall nehme ich es. Leider habe ich es nicht. Ich versuche schon seit Jahren, diesen Band von Golan Vivaldi zu erstehen, aber er ist ein sturer Zwerg. Versucht ihr es doch mal. Vielleicht verkauft er ihn an euch. Wisst ihr noch etwas? Mir fiel gerade noch ein anderes Buch über den Turm ein. Ich bin ganz Ohr. Eins auf Au. Ein alchemistisches Traktat der Gnome. Schwer zu finden, aber ein gewisser Eremit, der im Sumpf lebt, könnte etwas darüber wissen. Danke für den Rat. Ja, zu Vivaldi muss ich sowieso noch. Ja, und in den Sumpf ebenso, also laufen doch wieder alle Stränge zusammen. Wunderbar. Das heißt, ich muss jetzt zu Vivaldi. Ja, der wohnt direkt dort. So. Ihr wisst erst, was Wonnen sind, wenn ihr mich gehabt habt. Sieht immer noch so aus, als ob sie gerade ihre Tage hat. Aber ich tue euch mal den Gefallen. Oh, oder ich rufe den Boss. Was? Verdammte Scheiße. Ja. Zum Glück hat sie nicht das Geld mitgenommen. Ja. Lieber Geralt, diese Frau will dich nicht haben. Du zahlst zu wenig. Hallo Vivaldi, alter Zwerg. Was wollt ihr? Seid gegrüßt, Zwerg. Rassenvorurteile. Und das gleich beim ersten Spruch. Wie soll ich euch denn nennen? Pah, ihr seid wie alle anderen, wie die ganze verdammte Stadt. Wie Sima. Die Menschen kriegen alles, wir kriegen nichts. Ich bin weder Bewohner Visimas, noch bin ich ein Mensch. Was seid ihr dann? Ein Hexer. Ein Mutant. In dem Fall tut es mir leid. Ich bin Golan Vivaldi. Mein Vetter, Wimme Vivaldi, begegnete einst einem Hexer, anscheinend einem Schuldeneintreiber. Ich bin Geralt und kein Schuldeneintreiber. Was führt euch hierher? Ich will deinen Bart. Besitzt ihr ein Exemplar von Die geheimen Pforten? Ja, ich möchte mich aber nicht davon trennen. Ich bestehe darauf. Nennt mir einen Preis. Na gut. Ja. Eins auf Auer, eins auf Auer. 300, 100. Ah, die geheimen Pforten und eins auf Auer. Alles klar. Ja, ne? Gleich beide Bücher. Das ging ja schneller als erwartet. So, jetzt habe ich eins der Bücher. Oder habe ich gleich beide? So. Was? Verdammte Scheiße. Ja. Zum Glück hat sie nicht das Geld mitgenommen. Ja. Lieber Geralt, diese Frau will dich nicht haben. Du zahlst zu wenig. Hallo Vivaldi, alter Zwerg. Was wollt ihr? Seid gegrüßt, Zwerg. Rassenvorurteile. Und das gleich beim ersten Spruch. Wie soll ich euch denn nennen? Pah, ihr seid wie alle anderen, wie die ganze verdammte Stadt. Wie Sima. Die Menschen kriegen alles, wir kriegen nichts. Ich bin weder Bewohner Visimas, noch bin ich ein Mensch. Was seid ihr dann? Ein Hexer. Ein Mutant. In dem Fall tut es mir leid. Ich bin Golan Vivaldi. Mein Vetter, Wimme Vivaldi, begegnete einst einem Hexer, anscheinend einem Schuldeneintreiber. Ich bin Geralt und kein Schuldeneintreiber. Was führt euch hierher? Ich will deinen Bart. Besitzt ihr ein Exemplar von Die geheimen Pforten? Ja, ich möchte mich aber nicht davon trennen. Ich bestehe darauf. Nennt mir einen Preis. Na gut.